am Ende kommen wir dann bei einer, ja, aber witzigen Schiedsrichteraktion raus. Das muss man schon ganz klar festhalten, dass dieser Pfiff, der ist nicht unnötig und der ist auch nicht, ich weiß nicht, wie, was ihn da geritten hat, so direkt gleich zu pfeifen. Also das Motiv verstehe ich nicht. Selbst wenn er mir jetzt erklären würde, ja gut, er ist sich immer sicher, wenn sein Linienrichter pfeift, aber dieses war keine 0815-Situation, sondern eine Strafraumsituation, das war nicht irgendwo an der Eckfahne. Man hat gesehen, dass der Kampf um zweiten Ball noch da ist und deswegen ist es für mich unerklärlich. Ich glaube auch, in der Champions League wird es über so eine 3D-Computergeschichte entschieden, oder? Oder muss da auch jemand am Computer sitzen und eine Linie ziehen? Ich habe es mir von ein paar Winkeln angeschaut, also es ist schon verdammt knapp. Tendenz auf jeden Fall aus deutscher Sicht zu gleicher Höhe. Und dann steht es halt 2-2. Am Ende entscheiden Tore das Spiel, ne? Und da haben wir eins gemacht. Ich glaube auch nicht, dass der Pfiff die Madrilenen dazu bewegt hat, irgendeinen Deut anders zu verteidigen in der Situation. Die werden zwar sagen, ja, sie haben dann abgeschaltet, aber der Pfiff kam ja eigentlich erst wahrscheinlich eine Millisekunde, bevor er meinen Kopf berührt hat. Da hat einfach der Madrilene diesen Zweikampf so ein bisschen Angst gehabt scheinbar und dann macht ihn der Matta super weg. Ja, das ist auch natürlich Fußball, ne? Das gehört am Ende zu dem Spiel dazu. Wenn da alles so läuft, wie wir es uns vorstellen laut Regelbuch, dann steht es wahrscheinlich 2-2 und wir spielen Verlängerung.